So, meine lieben Pizza-Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Daniel und ich werde jetzt eine Runde meine Karriere spielen. Und zwar habe ich eine neu angefangen mit Zack Sabre Jr., den hatten wir nämlich heruntergeladen. Und gestern hatte ich meine ersten zwei NXT-Matches. Ja, schauen wir mal rein, ne? So, Zack Sabre Jr. Achso, ich bin aus dem Face geturnt. Ja. Hier sehen wir mal den guten Sting bei WrestleMania 31. Schade, dass er seine Ringkarriere beenden musste. So, ich hatte mein erstes Match, also wie immer in der Karriere, Baron Corbin, also als Heel, gegen Finn Balor und Hideo Itami, da hatte ich gewonnen. Das war, glaube ich, ein 4-Sterne-Match. Und dann gegen Zack Ryder, da ist Tyler Breeze rausgekommen, anscheinend ist er jetzt mein Rival, aber hier wird es nicht angezeigt, irgendwie sind frei. Aber ich habe trotzdem gewonnen und jetzt gegen Kalisto mein drittes NXT-Match. Ich habe noch keins verloren. Ja, also für die, die jetzt erst hier reingeschaltet haben, beziehungsweise dann vorgespult haben. Ich spiele jetzt meine Karriere mit Zack Sabre Jr. Und erstmal das Match hier gegen Kalisto. So, oh. Und ich werde angegriffen von Tyler Breeze oder von irgendjemand anders. Denn das ist immer so, wenn da nicht irgendwie ein Zug ein- oder aussteht, also jetzt kein Match gegen Kalisto. Also alle, die jetzt Kalisto sehen wollten, sorry. Mal schauen, wer mich attackiert. Mal, also ich glaube, Tyler Breeze weiter. Ist, denn der ist schon letzte Woche rausgekommen, ist wahrscheinlich Kevin Owens. Also ich finde das irgendwie sinnlos, es wechselt sich immer ab. Naja, mal gucken. So, jetzt mal schauen. Also jetzt komme ich rein und jetzt werde ich attackiert. In Hamilton, Ontario, oder? Ist das Ontario? Ich glaube Kanada, oder? Keine Ahnung, was kommt. Und Tyler Breeze. Ich werde von Tyler Breeze attackiert. Es war klar, dass ich von irgendjemandem attackiert werde. Aber es ist Tyler Breeze. Jetzt versuche ich mal irgendwie einen Schlag. Yes, nice. So, jetzt versuche ich erstmal den Brawl hier zu gewinnen, dann gehe ich mal in den Ring. Ja, nice. Pump Handle, Suplex. Sehr schön. Jetzt erstmal so richtig feige in den Ring flüchten. Mit Zack Sabre Jr. Jetzt jubel ich mal, like Seth Rollins. Und jetzt kommt schon ein Dropkick oder sowas. Ref Bomb, ich. Verpasst dem Ref einfach einen Dropkick. Und schöner Suplex. Das Irish Whip in die Ecke. Nee. Oh shit. Boah, Double. Nee, Inverted Double Underhook Suplex, glaube ich. So, und jetzt noch ein Vertical Suplex hinterher. Und jetzt auf der. Ja, der Brawl ist beendet. Wie gesagt, kein Match gegen Kalisto. Da ist halt das Blöde bisschen in meiner Karriere, also nicht in meiner Karriere, in jeder Karriere einfach so, dass das irgendwie so eine Art Spoiler ist. Wenn dort steht, Einzug, ein oder aus, als wenn das da halt nicht steht, dann ist klar, dass ich attackiert werde. Dass man halt selbst attackiert wird. So, Renee Young interviewt mich jetzt mal. Zack Sabre Jr. Tyler Breeze. He ambushed you during your own match tonight. What did that mean to you? Ich will mal face bleiben, also. Mm.
If he wants a fight, he knows where to find me. It's not that difficult. And trust me, I'm ready for him. I'm not taking this lightly, and neither should he. Genau so ist es. Guck, ob's noch... Thanks for the time. Nee. Back to you. Keine zweite Frage, schade. Ich glaube, es war nur am Anfang und dann kommt es später. Noch ein paar Male. Paar Mal. Gut, mal schauen, gegen wen es jetzt geht bei NXT. Und auch mal gucken, wann ich NXT nach morgen Contender werde. Das dauert noch ein bisschen. Ich bin erst auf dem 9. Rang. Das. Ja, ich bin erst 9. Contender. Number 9 Contender. Nicht Number 1 Contender, sondern Number 9 Contender. Für den NXT Championship. Im Main Event stand Bella und Owens und Owens hat gewonnen. Na gut, der ist auch gerade Number 1 Contender für den Championship. Finn Bella ist halt Champion. Das passt ja. Oh, Rivalenmatch. Breeze gegen Itami. Aus juckt mich nicht. Das ist halt nur so. Ja, von mir aus. Ja, von mir aus. Achso, Ja, kann ich zwar nicht verändern, aber okay. Ja, von mir aus, juckt mich nicht. Sonst ist immer so. Ja, naja, komm. Sonst ist immer so, also später zumindest, die kommen dann rein. Also, nee, das Match, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau. Und dann kann man nicht wirklich was tun. Also, du bist ja nicht der selbst, der schlägt ihn einfach automatisch. Und dann, ja, kannst du das Match verlassen. Weiter ist jetzt nichts, aber jetzt ist es was anderes. Jetzt soll ich den auf der Bühne attackieren, also auf der Bühne. Na, ein bisschen davor. Und das Coole ist dabei, ich steuere selbst. Das ist mal nicht so, wie ich eben gesagt habe. So. Ich frage mich ja, dass er in echt gewinnen würde. Mal gucken, wann Itami mal zur Verletzung zurückkommt, Tyler Breeze. Das ist in Texas. Look everyone, it's Tyler. So, jetzt attackiere ich ihn mal schön. Is it my eyes when you looked at me? They are so gorgeous, such fools. Could it be my walk, or just my sick? That makes me freeze. That I am here. Super good looking. Every man in place. Everyone loves his gorgeous face. So, und jetzt gibt's den Sable Driver. Das hat er jetzt auf die Rampe, das schmerzt ein wenig. What a finishing maneuver. This could be it. It's gotta be it. Sehr schön. Hier mal die Treppe, was hat sich? Der nimmt die Treppe nicht. Geht das bei dem? Der nimmt die Treppe nicht. So unfair. So, jetzt wirklich unfair. Dass du bei dem Brawl einfach mal nicht die Treppe nimmst. Oh, Flying Vorarm, nice. Jetzt gehe ich mal auf die Second Rope. Weil ich hier halt noch nicht die. Ich glaube, das Talent, oder? Ja, das Talent. Hab. Ja, das. Auf die Top Rope zu gehen. Das muss man sich alles erst erarbeiten und dann halt erkaufen. So, jetzt habe ich hier mal ein richtig hartes Statement gesetzt, als Face vor allem. Als würde ein Face. Na gut. Bei Dean Ambrose kann ich mir das irgendwie vorstellen. Er ist ja der Durchgeknallte, der Lunatic. Das könnte sein, aber solch wie Cena würden das niemals machen. So hinterhältig attackieren. Aber man muss ja attackieren in dem Spiel. Man kann das ja nicht sagen. Nö, will ich attackieren? Kein Bock.
Ah, das ist sehr schön. Jetzt habe ich mit Rusev und Jack Swagger eine bessere Beziehung und sonst hat sich nichts verändert. Please welcome my guest tonight. Es wird nämlich immer Let's angezeigt, talk about Tyler Breeze. wenn Renny Young ein Interview Tonight, you mit ihm attacked führen will. him during his match. What was the meaning of this? Was soll das bedeuten? Gute Frage. Das ist als Weicheier. Ja, als ob ich ein Fan von dem bin. I'm tired of the WWE Universe cheering Aber for kein him. Heel-Turn. If there anyone Ich war stolz It's und me. respektvoll. I'm the real deal. I'm the future of the WWE, not him. But I guess everyone out there is too dumb to realize that. I'll have to make them realize it. You'll see soon enough. Gucken, ob ich bald wieder heel werde. Thanks for Danke, the Renny time. Young, für das Back to Interview. you. Sehr freundlich. So, mal Looky Looky machen. Gegen wen ich nix ein Match bestreite. Oh, hier sehen wir John Cena mit einem Five-Knuckle-Shuffle gegen Rusev. Wunderschön. Wunderschön, würde ich mal sagen, ne? Jo. Also ihr seht ja alle, Zack Sabre Jr. Eigentlich ganz gut gelungen, finde ich. Von den Erstellern, sag ich mal. Oh, mein erstes Mal bei Superstars diese Woche. Okay. Okay, mein Tag-Partner ist Corbin, mein Rival ist Breeze, das war klar. Ja. Passt soweit, ne? Oh, shit. Das ist nice. Cool. Ein 6-Mann-Tag-Team-Match bestreite ich mit Simon Gotch und Baron Corbin gegen Sin Cara, Tyler Breeze und Zack Ryder. Der ist natürlich ein nice Zeit in meiner letzten Karriere nicht. Cool. Ja, mal gucken, was der Main Event. Der Main Event ist irgendwie immer ein normaler. Also. Ein einfaches Singles-Match. Aber bei NXT ist es immer so. Gar nicht mehr. Weiß natürlich schon, aber ist einfach immer. Das ist irgendwie dumm. Schauen, wer gewinnt wird. Am meisten den allen mag ich. Zack Tyler Breeze, also meine Gegner. Simon Gotch finde ich richtig dumm, das Gimmick. Also, der ist ja Hut. Finde ich viel besser. Spotch doch kaum. Im Gegensatz zu dem Misty Seas hast, oder Mystico hast jetzt, glaube ich. Halt davor der Sin Cara. Und Baron Corbin kann ich aber nicht leiden. Und ist auch nicht der beste Wrestler. Naja. So, jetzt erstmal hier gegen Tyler Breeze. Oh! Nein, mein Clothesline. Geht jetzt nichts. Breeze kontert. Und jetzt gibt's den Snap Suplex. Na gut, Snap Suplex. Einfach nur ein Suplex. Das Blöde finde ich ist, da links oben sind ja immer die Sterne angezeigt, wie viel Sterne das Match hat. Also wie gut es halt ist. Und die Scheiße ist, man muss halt immer selbst worken. Also, ist völlig egal, was die anderen machen. Es kommt dann nur auf dich an, was du für Moves machst und was für eine Move-Vielfalt und so, ne? Das finde ich ein bisschen blöd, aber naja, okay. So, mal Sekara runter. Nice, mit dem Headbutt, Alter. Ach du Scheiße. So. Vor allem das Sinnlose ist, Tyler Breeze ist hier. Und Sin Cara und Zack Ryder sind Face. Und Simon Gotch ist hier auch Face. Und ich bin Face. Und Baron Corbin ist hier. Also überhaupt keine Heel- oder Face-Tag-Team, sag ich mal. Und ich bin ja auch Face und mein Tag-Team-Partner ist trotzdem Baron Corbin. Ist ja wirklich alles klar. Das ergibt natürlich Sinn. So, Corbin. Ja. Mit einem schönen Lock.